Bertel, was machst denn du da? Servus, Waldrat und Karl. Also ich gehe euch besuchen. Komm schon, lass uns aufgehen. Ja, Bertel, na klar. Komm auf, Karl. Sieh nicht auf, weiß. Die Waldrat reißt mir nochmal die Haxen. Außer die Waldrat, die bricht mir nochmal die Haxen mit ihrer unvorsichtigen Art. Krrbarwitz. Nimm's nicht so schwer, Karl. Wird schon nicht so schlimm enden. Ja, das sagst du. Du hast dir leicht rein, du hast ja nicht mit einer Waldraut und da. Mit so einer katastrophalen. So, Bertel, warum bist du jetzt da? Ich wollte euch besuchen, hab ich schon gesagt. Außerdem wollte ich den guten Alkohol. Da bitte, Bertel. Danke. Hat echt funktioniert, der Fallen. Alter Bertel, das war geil. Ich weiß, Karl. Spinnen. Bip, 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 bip. Ich schau mal, was euch das Ding bewirkt. Danke, danke, dang, 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 dang. Dämliche enge Treppen! Ich frag mich wirklich, wie ihr da immer auf, wie kommt's? Gottes Willen! Oh! Ich steck da fest! Oh. Ach, ich lade einfach meistens beim Fenster auf. Oh! Hey, was kommst du da zu mir zu oben? Oh, vielleicht mag sie die, Karl. Papa, schon gut, Karl soll nur ein Witz sein. Hahaha, kein Sauter nicht witzig, aber ich finde. So Leute, jetzt sollen wir den Bertel aber mal haben. Lalalala. Tschüss, Leute. Bis morgen. Ding dong. Bertel, mir fallen nicht nochmal auf das eine. Was ist los? Was? Musst du Mitternacht zur Fliegenwahl trauen? Jetzt hast du uns alle aufgeweckt. Ja, das stimmt. Also eigentlich. Ding dong. Jetzt reicht's mir. Geht da oben und wem Bertel direkt sagen, wer da der Boss ist. Also dann, Bertel, ich weiß, dass du schon wieder bist, der dort deppert vor der Tür steht und Vollidiot spielt. Also, ich hab jetzt echt keine Lust mehr auf das. Ich kann das zwar gar nicht sehen, aber... Was ist das? Ist das ein Buch? Nix weiter, einfach schlafen, gell? Okay.
So, Leute. Muss uns schon um 2 in Früh aufwecken, war. Es ist der 2 in Früh, Karl. Es ist 5 in Früh. Immer noch viel zu früh. Bleib jetzt wach, Karl. Na gut. Also, Walter, warum wächst uns auf? Mitten in der Nacht bin ich runtergegangen. Und ich hab nicht etwa einen Bärtel gefunden. Sondern das. Aha, ein wunderschönes, gigantisches, echt geil ausschauendes Buch. Und was ist mit dein? Ha, das ist mit dein. Das war eine normale Frage, du! Also, das ist aber auf zu streiten. Beide. Ja, die Waldraub fängt an und wirklich die Schuld natürlich alle beide. Seid still, Karl. Da steht, willst du zum nächsten Hinweis gelangen, musst du unbedingt losfangen. Hör mal, für losfangen. Das heißt, wir müssen loslegen. Und da haben verschiedene Pfeile gesagt. Ich habe jetzt gleich so ein Rätsel mitten in der Nacht mit meiner Taschenlampe. Beziehungsweise mit meinem Nachtsichtgerät. Mit dem nur der Träger was sehen kann. Mit dem habe ich das gelöst. Und rausgekommen ist, wir müssen zum Berg, um den nächsten Hinweis zu kriegen. Ah, fabelhaft, jetzt gehen wir eine Schnitzeljagd machen. Statt dass wir endlich einmal einen freien Tag haben. Kapierst du denn nicht, Karl? Das ist kein Spaß, Schnitzeljagd. Das kann was Ernstes sein. Da steht von jemandem geschrieben, den du am Ende dieser Schnitzeljagd kennenlernen wirst. Du musst dich durch zahlreiche Gebiete schlängeln, um am Ende den Sieg davon zu tragen. Also, was sagt uns das? Dass wir schon wieder keinen freien Tag haben und du mal traut Domian schon wieder gleich jeden Mist und glaubst, was in so einem albernen Buch steht, was mitten in der Nacht höchstwahrscheinlich eh vom Bertel höchstpersönlich von unser Haustier gleich geworden ist. Darf ich nicht einmal mehr die Wahrheit sagen, auch nicht, dass ich gleich einen Tritt im Bauch kriege, sag einmal. Schon gut. Also dann, Walter. Ja, also dann, kommst mit. Wenn du meinst. Dann kommen wir halt mit. Aber wann werden wir da keinen lernen? Karl, täten wir auf die Schnitzeljagd gehen, um außerzufinden, wenn wir dann an deren Schluss kennenlernen sollten, um, wenn wir wissen, wenn ich wissen tät und euch sagen kann, wer zum Teufel die Person ist, die der verfasst hat? Ja. So, Waldraut, mit dir wird's immer ärger, du. Alter, jetzt reicht's mir nachher. Du kannst ja nicht immer fort, bin ich dein Opfer, oder was? Aha, ja, du bist Opfer, Karl. Und jetzt kommst mit. So, Leute, so sind wir. Da startet unser Schnitzeljagd. Wo hier immer uns die Reise führen wird. Es wird auf jeden Fall kein einfaches Zuckerschlecken. Und was er immer da am Schluss rauskommt, vergesst's nie. Wir wissen nicht, ob Feind oder Freund der verfasst hat.